Hallihallo. Willkommen zurück zu einer wunderschönen neuen Folge. Assassin's Creed Odyssey. Und unsere Odyssee zwingt uns jetzt, hier hinzugehen. Hier muss ich Hyntos Ruinen. Dort finde ich Prodakes Waffen und Vorräte. Ja, ja, das findest du. Das große Problem ist bloß, hier ist ja nichts los. Einzig. Stimmt jemand aufmerksam? Keine Vorräte, keine Kampfmoral. Hätte ich mir ein bisschen mehr Widerstand. Nicht unbedingt erhofft, aber gedacht. Na gut. Jetzt geht doch. Es ist doch dafür da, dass du hier durchgehst, dann mach das doch auch. Oh, es ist doch nicht der Ernst. Du Kackspiel. Willst du jetzt schon wieder so losmachen, ja? Willst du jetzt schon wieder so anfangen? Das ist bei einem Punkt, wo du ganz klar sagst, hier sollst du lang, dass du da nicht lang gehst. Weiß nicht, Cassandra hat jetzt nicht so dicke Klöten, dass ich hier nicht vorbeikomme. Also jetzt wirklich nicht. Ah ja, gut. Prodakes Truppen werden hilflos sein. Ja. Die Truppen werden hilflos sein. Was ist das? Das heißt nicht was, sondern wer. Und zwar, die Antwort ist ich. Rums. Jawohl. Immer wieder schön. Immer wieder schön. Geht's noch richtig rein in die Berge? Da gibt's wahrscheinlich noch so richtige Ruinen. Oder kleine... Oh, ich hoffe, dass es da noch so kleine Tunnelsysteme gibt oder sowas. Oh, ich hoff's. Das wäre richtig cool. Mit sowas kriegst du mich, ne? Das freut mich dann schon. Die kleinen Dinge auch manchmal ein. Vorratskiste. Ich sollte sie möglichst unauffällig zerstören. Das ist sehr unauffällig. Ja, 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 ja. Das. Dass Rebellion so viel Spaß machen kann, das sollte reichen. Ich sollte Kyra von all dem unterrichten. Och. Nur so eine kleine Sache hier. Ich hoffe, hier ein bisschen mehr. Hier scheint es noch weiter zu gehen. Wein aus Athen. Der wird Kyra sicher schmecken. Und wenn ich darüber nachdenke, mir auch. Mir auch. Das war so klar. Grab von Briso. Ist das hier so ein Tora-Vorlesender mit blauen Haaren? Dieser Briso? War das so einer? Ich glaube, der hat früher auch Musik gemacht, ne? Gut. Nein! Ich brenne! Ja, sie ist halt Feuer und Flamme für ihre Sache, ne? Das kann man ihr nicht vorhalten. So, war
Warte, kurz ausprobieren. Ja, sehr gut. Falle funktioniert noch. Gut, hier kommen wir noch nicht lang. Oh, so, ja, Entschuldigung. Ja, ich wollte dich nicht untergraben oder so. Oh, noch eine Schlange? Ja. So, hier ist aber schon auch wieder mit dabei, oder? Ne? Eine Schlange. Noch kein irgendwie geartetes. Nur gut. Ah, hier ist aber eine. Ich wusste es. So. Schön. Man muss immer wieder gucken, dass die Fallen noch funktionieren. Ne? Ich sag's immer wieder, falls es mal einer vergisst, aber. Ihr müsst immer aufpassen, immer mal wieder vorbeigehen, die mal kurz auslösen und so. Einfach um zu sehen, passt das alles noch. Sonst könnte ja irgendwie jemand hier reinkommen, über die Fallen drüber latschen und dann funktionieren die nicht und dann klaut der hier alles. Oder die. Ne? Oder they. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja, dass die Schätze hier vor allem für die Nachwelt und für die Person, die hier irgendwann mal begraben wurde, noch erhalten bleiben. Das wäre schon wichtig. Klung, 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 klung. Jetzt stellt euch mal vor, die Schätze sind auf einmal alle. Sind auf einmal weg. Kommt hier jemand durch und sagt so, hey, meins. Und dann ist weg. Wäre doof. So, von hier kamen wir, ne? Ja. So, dann sind wir da lang. Und da haben wir aber alles geholt. Das heißt, hier ist schon richtig. Und dann gehen wir hier runter. Unter. Ja. Da haben wir hier hinten noch irgendwo eine. Ja. Okay, jetzt haben wir keine mehr, ja? Wozu ist das hier da? Ich meine, das hier weiß ich, wozu das da ist. Okay, jetzt bin ich offiziell verwirrt. Aber das macht ja nichts. Ach du grüne Neune. Wie sind die denn hier gestorben? Haben die sich echt von den Fallen hier kaputt machen lassen, ja? Ah! Ja, ich glaube, es waren die. Na gut. Aber hier gab es doch jetzt noch ganz andere Sachen. Hier war voll, hier war. Also zu, nicht voll. So.
Okay. Verdammt, das gute Leder! Das gute Leder! Ach, echt jetzt? Ja, beinahe wieder abgefackelt. Ich find's schade, dass sie hier nicht noch wieder so ein Close-Up wirklich gemacht haben, wie in Origins. Das fand ich besser. Konnte man das mehr genießen, was man sich hier gerade anguckt. Naja gut, und davon wollen wir ja nicht reden. Ne? Götter, das brennt! Dass wir uns was nicht looten können, weil... Davon reden wir jetzt mal nicht, ne? So. Okay. Dann jetzt hier lang, I guess. Da ist was im Weg. Was? Ich sag nichts dazu. Ich sag einfach nichts dazu. Gut. Ja, dann haben wir das Grab von Briso auch weg. Kann er wieder in Ruhe Musik machen. Und wir können los. Sehr schön. Ich muss vorsichtig sein. Hier sind viele Wachen. Ja, viele Wachen. Oh ja. Gudi. Und hier noch was? Gut, also, was, wo und wie vor allem. So, Kyra ist aber hier drüben, ne? Genau. Dann... Ich würde sagen, dann gehen wir zuerst zu Kyra und dann gehen wir zu Thaletas, oder? Ich auch mal kurz. Nicht, dass hier irgendwie dann doch so eine Abhängigkeit auf einmal von den Quests passiert. So nach dem Motto, du kannst zwar beide machen, aber beide abgeben geht nicht. Man weiß es ja immer nicht, ne? Keiner gesehen, weil sonst wäre es ja Diebstahl gewesen. So, was haben wir denn hier? Nix. Okay. Aber interessant sieht's aus, ne? Gut, was wollte ich eigentlich noch tun? Es gab doch hier noch irgendwo... Ah, ich war doof. Alles klar. Gut, das passiert aber gelegentlich so bei mir. Ja. Dann machen wir da jetzt nochmal wieder zurück. Weil ich hatte vor uns noch so im Augenwinkel so, ja, hier oben ist noch irgendwo was. Und dann habe ich es wieder vergessen. Ja, naja, was soll's. So, weil dann würde ich nämlich da oben ganz gerne erstmal meine Schnellreise freischalten. Dann können wir dann nachher schneller hier hin. Wer hätte das gedacht? Vielleicht gucken wir uns auch erst das Fragezeichen dann da unten noch an. Wenn wir jetzt eh schon mal hier oben sind. Wäre das ja wahrscheinlich nicht mal so schlimm.
So, aber ich würde heute in der Session, also sprich Stream und ne, würde ich ganz gerne mal wieder ein paar Kultisten erledigen. Oder zumindestens, ich glaube, einen, oder? Wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Wir haben 6. So, nee, das kriege ich ja bei Fähigkeiten auch raus. Kriege ich nicht raus. So, jetzt musst du hier irgendwo verbessere deinen Speer. Da. Ah, 3 Stück. Also heute, das wäre schon noch gut. Weil, dann könnten wir unsere Fähigkeiten noch aufs 3. Level ziehen. Und das ist bei manchen der Fähigkeiten schon echt geil. Also das würde ich mir jetzt schon noch so frei halten, ehrlich gesagt. Also von den Fertigkeitspunkten hin. Ja, weil da gibt es ein paar. Und schon gut. Na dann. Ach, einfach Schrauben auf chillen. Ah. Athener greifen wieder Händler an. Naja, so sind sie. Ist das ein Eisbär? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Ich war hinter dir. Wie kannst du mich da angreifen? Geht doch nicht. Wer oder was ist das da unten? Verlorene Bärenhöhle. Mhm. Alpha-Tier erlegen. Mhm. Oder erlegen. Ah, das ging dann wohl schnell. Na gut. Aber hey, solange ich hier kostenlos Loot bekomme und das nicht zu knapp, wer bin ich denn, dass ich mich hier beschwere? Also mache ich es auch nicht. Beschwere mich ja gar nicht. Geil. Eine Leiche. Was? Die Eingeweide wurden herausgerissen. Ein Fest für die Krähen. Ist natürlich für die Leute jetzt hier uncool, ne? Was hier passiert ist. Ein Schiffswrack. Das könnte erklären, wie der Bär nach Delos kam. True, true. Ist aber auch ein interessantes Schiffswrack hier, ne? Also wo es liegt. So, dann gucken wir noch kurz in die Bärenhöhle rein. Ja, schick. Ah, schön. Oh, Obsidianglas. Sehr schön. Ja, gut, ein paar Drachen ist auch okay. Okay, ja, das hat sich ja doch nochmal gelohnt. Okay. Ach, so ein nasser Sand unter einem auf so einem Strand. Oh.
Ja, ich merke schon, ich muss mir wirklich mal die Zeit nehmen hier, wenn ich dann mal Urlaub habe, einfach mal wieder an den Strand zu gehen. Wenn man es schon hier um die Ecke hat, dann sollte man ihn vielleicht auch mal nutzen. So, bist du frei. Wie soll ich dir diese Schuld je zurückzahlen? Ach, brauchst du nicht. Hab doch nichts gemacht. So, was haben wir denn hier? Ah, nochmal Orikalkus. Sehr schön. Auch wenn es immer nur eins ist, das ist schon okay. Das wird's schon. So. Gut, dann haben wir ja hier erstmal alles. Also hier oben. Ah, vielleicht gibt es hier noch so das ein oder andere Interessante. Das kann ich mir ja später nochmal anschauen. Und auch hier. Ah, und hier. Ah, hier unten muss doch irgendwas sein, oder? Also hier nicht unbedingt. Aber hier unten, guck mal, wie tief das aussieht. Das wäre doch schon geil, wenn ich hier noch eine kleine Höhle mit drin hätte. Das wird schon cool. So, pass auf, dann gehen wir jetzt mal hier zum Tempel der Artemis. Speichern nochmal, ganz wichtig. Und dann gehen wir mal zu Kyra. Mal sehen, was sie sagt. Und hoffentlich können wir dann die anderen Sachen noch abgeben. Aber ich denke schon. Das andere wäre, glaube ich, schon ein bisschen quatschig. Wenn wir das jetzt nicht könnten. Also ich meine, ne, quatschig auch nur im Sinne von vom Spiel aus gesehen. Von der Realität aus gesehen, klar, ne, sollte man sich vielleicht für einen Plan entscheiden und den dann durchziehen, weil beide Sachen mit zwei Sachen, die sich vielleicht auch gegen ihn, also widersprechen. Und schwierig. Ist das getan? Podarkes Wachen müssen von jetzt an mit bloßen Händen und leeren Bäuchen kämpfen. Exzellent. Das habe ich auch gefunden. Du bist wahrlich eine gerissene Söldnerin. Wein aus Athen. Wenn alles erledigt ist, trinken wir ihn zusammen. Du überrascht mich. Und ich hätte dir fast ein Messer in den Hals geworfen. Niemand ist perfekt. Also, was wirst du tun, wenn Podarkes tot und die Rebellion gewonnen ist? Die traurige Wahrheit ist, ich weiß es nicht. Solange ich mich zurückerinnere, war jeder einzelne Tag ein Kampf. Um zu leben, zu lachen, die Rache hat mich völlig verzehrt. Mhm. Und was wird Cassandra tun, wenn alles vorbei ist? Wir haben viel gemeinsam. Ich dachte, wenn sich der Rauch legt, suchen wir uns ein ruhiges Plätzchen. Und was genau haben wir denn gemeinsam? Ich weiß, wie viel du durchgemacht hast. Du musstest um alles kämpfen. Nichts ist dir zugeflogen. Ich weiß es, weil es mir ganz genauso ging. Wir haben überlebt. Ich bin froh, dass die Götter dich zu uns geführt haben. Etwas Zeit alleine mit dir wäre nett. Wir haben uns sicher viel zu erzählen. Wir sollten jetzt los. Wenn Podarkes erfährt, was auf Delos passiert ist, wird er sich rächen. Und die Delia sind die Ersten, die darunter leiden werden. Chere. Hm. Okay. Das Chaos. So, jetzt doch aber... Ja, sehr. So, töte Podarkes. Machen wir natürlich auch noch. Aber erstmal zu Thaletas. Ich würde sagen, das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Zusehen, macht es gut. Cheerio.